Wie wäre es zum Einstieg mit einem Champagner? Ja. Klingt gut. Ein Wasser, bitte. Ich muss noch fahren. Ohne Zitrone. Ohne Zitrone, sehr gern. Ja, gut. Ja, heftiges Zeug. Sehr gut. Schade, dass du so vernünftig bist. Skoll? Aber die Frage ist, was heißt denn eigentlich vernünftig? Es gibt ja diesen norwegischen Philosophen. Er sagt, die Menschen haben 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol. Ich könnte etwas mehr Selbstsicherheit und Mut gebrauchen. Das könnten wir doch alle, du sicher auch. Was meint ihr? Klingt gut. Lasst es uns probieren. Studie. Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten. Mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, inwieweit dies zu psychologischen, verbal-motorischen und psychorhetorischen Problemen führt. Sowie die Untersuchung der gesteigerten sozialen Leistungsfähigkeit. Wir trinken nur tagsüber, richtig? Wie Hemingway. Kein Trinken nach 20 Uhr und am Wochenende. Seid ihr bereit? Ja! Dann los! Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr. Das spüre ich. Lasst uns einen Gang höher schalten. Seid ihr betrunken? Nein, wir doch nicht. Du musst den Kindern erklären, was passiert ist. Ich war betrunken. Es ist okay zu experimentieren, aber das geht entschieden zu weit. Ich gehe davon aus, dass hier keiner ein Problem hat, von dem ich wissen sollte.